Everyone needs a shoulder to cry on. Everyone needs a helping hand. Everyone needs someone to rely on. Yes, everyone needs a friend. So let's come together, celebrate each other, stand united as one. We lift our hands up and pray. Lay all our love before Him with all of our faith. He is the change within us. There is a light. Let Him lead the way. Lift our hands up and pray today. Oh, pray. Everyone needs somebody to lean on. Everyone needs someone who cares. If we come together as one, help each other get stronger. We are bound in the name of the Lord. So let's come together, celebrate each other, stand united. Tortur. Angekommen am Centre de Lac du Verdon. In nee. Sainte-Croix du Verdon, glaube ich. Nee, nicht Sainte-Croix. Sainte-Croix, doch. Nee, Sainte-Croix ist andere Seite. Das ist. Okay, wir sind auf jeden Fall jetzt hier an diesem bezaubernden See angekommen. Also der Blick schon, wenn man hier so angefahren kommt. So. Auf diesen See, so blau-grün, türkisfarben. Hawaii. Ein Träumchen. So, ich glaube, wir haben jetzt gerade noch mal euch den anderen Platz gezeigt. Der ist umsonst. Ne? Ja, da, genau. Wo keiner war, da auf diesem Ascheplatz. Einfach nur ein Parkplatz ist das. Und wir sind jetzt hier so ein bisschen mehr in die Zivilisation gerutscht. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das der offizielle Weg war, auch wenn der manchmal ein bisschen kritisch ist. Also so ein dickes Schiff, weiß ich nicht. Also spätestens durch die Weinberge da. Aber egal. Nee, war auf jeden Fall eine mega coole Tour. Wir bleiben jetzt hier ein bisschen und ja, gucken uns gleich erstmal den See da an und du bezahlst jetzt erstmal, ne? Ich gehe jetzt erstmal bezahlen. Und dann kann ich auch sagen, was das kostet. Eine Nacht, erstmal zwei Nächte. Zwei Nächte machen wir schon mal. Ja. Ja, alles klar, bis später, ne? So, Mäuschen. Ah.
Hallo, Glück auf und herzlich willkommen vom Lac du Verdon. Okay, Doc. In Les Salles sur Verdon. So, war gerade, wir sind jetzt direkt von dem, wo waren wir denn? Le Lavandou. Genau, da von dem Strand. Sind wir jetzt mal direkt durchgefahren ins Landesinnere. Schön durch die Weinberge, mega Strecke. Also wer Bock hat auf Lenken, ersten, zweiten, dritten Gang, der ist genau da richtig. So ein paar Serpentinen mit Haarnadelkurven sind dabei. Habt ihr vorhin den Blick gesehen auf diesen See? Irre. So ein Blau. Hä? Ist ein richtiges Türkisblau. Knallweiße Strände. Jo. Also mega. Ich glaube, das ist mega. Wir sind jetzt hier gerade, also wir sind jetzt hier wieder auf den ersten Stellplatz, wo wir gerade kurz reingefahren sind. Haben danach aber noch mal kurz gedreht und sind zu dem anderen Stellplatz gefahren. Der ist 300 Meter weiter. Der kostet nichts, dieser Ascheplatz. Ist ein Parkplatz. Da, ja, aber nee, ist ein ausgewiesener Variantschild. Ne? Ja, ja. Also kein Wohnwagen, aber Wohnmobile und ja, kein Zelt. So, ne? Also Wohnmobilstellplatz. So ist der. Ohne alles. In Park von Neid ausgeschildert. Genau, und dann sind wir jetzt wieder die 300 Meter zurück und sind jetzt hier in der Zivilisation. Du hast gerade für 2 Nächte gebucht. Ja. Für Kosten? Circa 14 Euro. Also ist 5,50 Euro die Nacht, 2 Nächte und dann noch Kurtaxe. Okay. So. Ohne Strom. Genau, aber du kriegst hier Strom? Ja. Fähr- und Entsorgung? Glaube ich, ist hier auch, ist dabei, laut Park for Night zumindest. Ja. Ja, ist jetzt nicht ganz so viel los, also ein paar Plätze sind noch, aber der ist auch nicht so groß. Nein, das ist jetzt auch kein, ist hinter so einer Tankstelle, Gemischtwarenladen, da kriegt man auch alles so von Wasser, Brot und so weiter. Oh, hier ist noch ein Hotel. Soweit ich das gelesen habe, ist da auch die Benutzung mit drin. Ne, von Schwimmbad. Also ein Zimmer. Schwimmbad und ist mit in der Benutzung, wobei das wahrscheinlich ja jetzt geschlossen hat. Ne? Ja, vielleicht haben die ja ein Restaurant, vielleicht können wir ja dort essen gehen. Ja, da soll ein Restaurant sein. Ja. Wir werden jetzt mal Käffchen trinken, Croissants essen und dann gehen wir mal ein bisschen gucken. Ja. Oder irgendwie morgen oder ich habe keine Ahnung. Mal gucken, wie es Wetter so wird. Ja, Sonne, also jetzt im Moment ist noch schön. Und bleibt auch schön. Wenn Engel reisen, lacht der Himmel. Und wenn er Tränen lacht. Okay. Ja, morgen soll noch wieder schön werden. Ja, guck mal. Und dann am Sonntag soll Regen geben. Das ist egal. Das ist egal, das stimmt. Da fahren wir wieder. Jo, da soll viel Regen. Und Schnee. Und Schnee. Ja gut, ihr habt die Schneeketten ja mit. Aber abends erst. In der Nacht soll es hier schneien. Da sind wir dann weg hier. Sonntag fahren wir wieder. Jo. Also das, was wir bis jetzt gesehen haben, lohnt sich definitiv. Jo. Ne? Wunderbar. Unbedingt machen. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns auf dem Weg zu dem See oder am See oder was weiß ich. Ich weiß auch gar nicht, wie weit ist der jetzt weg? Also ungefähr 1,7 Kilometer bis zum Aussichtspunkt am See unten. Also eventuell Fahrrad fahren. Mal geht ja auch ein bisschen bergauf hier, ne? Ja, das soll aber ziemlich ebenerdig sein. Also ohne viel Steigung. Oh. Ich würde jetzt laufen. Mal ein bisschen Bewegung. Ich bin heute schon zweimal ums Auto gelaufen. Ja, und dann läufst du noch ein drittes Mal und dann da runter. Dann bin ich auch zur Entsorgung noch bin ich rumgelaufen. Immer zwischen Wasserhahn und Einfüllstutzen. Also ich habe schon richtig Meter gemacht, wenn nicht sogar Kilometer. Ich habe Urlaub. So, bis gleich. Bis denn. So, das ist ja direkt der Weg in die Stadt. Ja. So eine Ahnung, wie die heißt. Stadt am See. Les Salles sur Verdon. Ach, mal. Steht auch da. Ist klar im Vorteil. War schon immer so. Bücherei. Bonjour.
mit diesen schönen Bildern begrüßen wir euch am Swan. Lac de Sainte-Croix. Oder so, ja. / Verdun. Genau. Ein sehr, sehr schönes Wasser. Keine Ahnung. Ja, wenn die Sonne scheint, so wie gestern, als wir hier ankamen und man so von oben guckt, dann scheint das wirklich türkis. Ne? Jetzt scheint leider die Sonne nicht. Und guck mal, da ist er. Du musst zu mir kommen, sonst sieht man dich da gar nicht. Ja, vielleicht will ich auch gar nicht. Ach so, ja, dann bleib doch weg. Die Sonne mehr was von dem See sehen als von See mir. Sehen. See sehen. Mormor. Ja, Mormor. Also, das ist schön. Also, wir versuchen jetzt gerade mal mit dem Fahrrad so eine kleine Tour zu machen. Jo. Sonne kommt gleich wieder raus oder ist eigentlich auch schon ein bisschen wieder da. Ja, einfach nur mal so ein paar Impressionen. So, okay. Dann geht's gleich weiter. Ja. Ja, mein Equipment ist das noch. Aber alles gut. Wenn ich das gemacht hätte jetzt, dann wäre wieder Geschrei groß gewesen. Ja. So, wir sind jetzt zurück von unserer Radtour. Genau. War beeindruckend. Ja, also richtig schön. Schade, dass so wenig Wasser im See ist. Ja, das stimmt. Da ist ein bisschen das, wenig. Man merkt dann doch die Trockenheit, aber und dass die Sonne nicht geschienen hat, weil, wie gesagt, bei Sonne, da hat das noch so eine richtig schöne türkisfarbene, das Wasser so eine richtige schöne türkisfarbe. Farbene Farbe? Farbene Farbe. Nein, richtig. Nee, ist auch gut zu fahren. Ja. Eigentlich, also auch uneigentlich. Nö. Also mich hat auch dieser Teilbereich von diesem Canyon da schon sehr beeindruckt, muss ich sagen. Das ist ja der eine Teil vom Canyon, wo es rausgeht und dann ist ja noch mal andere Seite vom See, auch noch mal, wo halt das Wasser reingeht. Also zwei Seiten gibt es da. Genau. Sehr schön. Jo. Und jede Menge Campingplätze unterwegs gesehen noch? Ja. Die allerdings alle zu haben. Ja, das wussten noch. Wir ja. Mhm. Und deswegen stehen wir jetzt hier, wo wir hier stehen. Das Restaurant hat übrigens auf. Vom Hotel. Genau. Eigentlich war das jetzt unsere letzte Station hier so, ne? Jetzt beginnt der Nachhauseweg. Habe ich wieder einen Augen oder ist hier gerade irgendwo Licht ausgegangen? Oh Gott. Komplett auch runtergefahren in den Computer. Nee, ist unsere letzte Tour, also unser letzter fester Standort eigentlich. Genau. Was haben wir denn heute? Samstag? Heute ist Sonntag. Samstag, glaube ich. Heute ist nix. Samstag. So. Samstag, genau. Morgen fahren wir weiter. Und dann machen wir zwei Zwischenstationen, bis wir dann zu Hause sind. Ja. Zeigen wir euch wahrscheinlich noch die Stellplätze oder die Campingplätze oder wo wir auch dann gekommen sind. Der nächste wird bei Saint-Étienne sein. Okay. Das ist ein kostenloser in der Nähe von der Stadt. Kostet nur, glaube ich, Fähr- und Entsorgung dann mit Flo Bleu. Aber wir haben ja die Tocken. Genau, wir haben noch für 12,50 Euro Tocken. Oder verballern. Verballern kannst du die. Wir setzen alles auf schwarz. So. Genau. Okay, alles gut. Ja, also. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal Feierabend für heute. Essen noch ein
Schokocroissant oder was auch immer da in dieser Tüte noch an Geheimnissen verbirgt. Pain au chocolat. Ja, habe ich jetzt gelernt. Das heißt auch nicht mit avec chocolat. Egal. Ich werde nie Französisch als meine Sprache wählen. Ich bin auch sprachunbegabt, ehrlich gesagt. Gut, ich komme aus dem Pott oder was? Ich bin ja auch nicht sprachbegabt. Aber warum sprichst du denn dann Französisch, Englisch und Deutsch auch noch? Ja, Deutsch nicht so richtig gut. Ich finde es schön. Also schade, ich finde es eigentlich schade, dass ich das in der Schule nicht so gut fand. Wir hatten einen scheiß Lehrer. Keine Namen nennen, bitte. Nee, sage ich auch nicht. Ich sage nur, dass es ein scheiß Lehrer war, weil ich hatte da nie Spaß dran. Ja, mein Englischlehrer war auch nicht so doll. So, wir kommen gerade wieder in Salavan. Und der eine oder andere von euch möchte ja Landschaft sehen und nicht uns. Also, hören wir jetzt auch auf damit. Genau. In diesem Sinne. Bis demnächst. Bis später. Genau. Dann machen wir das mal auf. So.